Toni Schumacher gut gelaunt. Angesichts von 24 Punkten in der Winterpause verständlich. Trotzdem will der Vizepräsident des 1. FC Köln das ungewohnt ruhige Umfeld des Vereins nicht mit zu ambitionierten Zielen aufschrecken. Ja, also wenn ich jetzt wieder sage, wir wollen schnellstmöglich 40 Punkte haben, dann fängt wieder alles an zu lächeln. Aber das ist nun mal die Vorgabe, die wir gemacht haben. Wir wollen weiterhin uns in der ersten Liga etablieren. Der Trainer hat gesagt, er versucht diese 24 Punkte zu toppen. Das wäre sehr schön. Dann, wenn es geht, relativ früh den Verbleib schaffen. Dann können wir nämlich dann für die nächste Saison schon wieder in Ruhe dann uns vorbereiten und einkaufen und schauen, was wir zu machen und zu tun haben. Seriös die Dinge abarbeiten, das war in Köln in der Vergangenheit nicht immer möglich. Doch vor allem der sportlichen Leitung um Jörg Schmadtke und Peter Stöger ist es zu verdanken, dass man in Köln seit einiger Zeit eher tief stapelt, als von der Champions League zu träumen. Mit dem beliebten österreichischen Trainer will der FC den Vertrag verlängern. Schumacher ist optimistisch, dass Stöger bleibt und denkt in größeren Dimensionen. Arsene Wenger ist mir eingefallen, weil er schon so lange bei Arsenal ist. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass kontinuierlich gute Arbeit abgeliefert wird. Ne? Also was ich weiß, der wird sicherlich keine 15 Jahre bei uns bleiben oder 20. Das hat er mir schon selber gesagt. Der wird da vielleicht ein bisschen zu alt für sein. Aber wenn noch ein paar Jahre ist, wäre doch schön, wenn der Peter Stöger mal der Trainer ist, der am längsten beim 1. FC Köln gearbeitet hat. Rekordhalter ist bislang Hennes Weisweiler. Knapp 11 Jahre war er, verteilt auf 3 Amtszeiten, Trainer beim FC. Um ihn zu überholen, müsste Peter Stöger bis 2024 unterschreiben.